liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ja, heute aus Hamburg zugeschaltet Karl-Heinz Schwenzen. Karl-Heinz Schwenzen beschäftigt sich seit langer Zeit damit, Bedürfnisse von Menschen zufriedenzustellen, insbesondere Männern, die sich sonst auf eine Art und Weise bedienen würden, die mit Sicherheit oft mit dem Strafrecht kollidieren würden. Nun kommen 12 Abgeordnete der CDU und der SPD auf die Überlegung, das älteste Gewerbe der Welt nach der Corona-Pandemie nicht wieder zu erlauben, sondern zu verbieten. Lieber Kalle, wir sind ja seit langem per Du, wir kennen uns seit 35 Jahren. Nun ist es ja für mein Dafürhalten an Absurdität nicht zu übertreffen, dieses Panoptikum. Was sagst du unseren Zuschauern? Wie siehst du die Dinge? Naja, also man muss ja realistisch bleiben und diese Politik ist entfernt jeder Realität, aber sehr, sehr nah am Gehirntod. Die Argumentation ist auch schlicht lächerlich. Eine Grippewelle als Anlass zu nehmen, um das älteste Gewerbe der Welt zu verbieten, ist bestenfalls ein Treppenhausbild. Die Prostitution hat nicht nur die Pest und den 30-jährigen Krieg überlebt, sie wird auch ein paar weltfremde Bundestagsabgeordnete überleben. Und die Prostitution, die lebt ja auch nicht von den ach so schlimmen Zuhältern, sondern von den Freiern, die für das Geld zicken. Das muss man mal so klar und deutlich sagen. Und dazu zählen in vorderster Reihe auch Politiker jeder Partei, wie zum Beispiel Michel Friedmann von der CDU eindringlich bewiesen hat. Er versorgte die Prostituierten, die er sich aufs Hotelzimmer hat kommen lassen, nicht nur mit Getränken, sondern lieferte auch das Kokain freihaus. Also ich glaube, die Politiker sollten den Ball mal ganz, ganz flach halten. Nun haben wir ja in ganz Deutschland auch Dinge gebaut. Ich denke, manche Politiker sollten ihre Kollegen doch etwas besänftigen. Denn wenn da manche Dinge rauskommen würden, Kalle, du musst nichts dazu sagen, also dann wäre mancher Politiker oder manche Leute da bloßgestellt, die jetzt den Mund so aufreißen. Das habe ich ja schon gesagt, weil das, was ich jetzt eben gesagt habe, diesen Namen, der ist ja vor ein paar Jahren öffentlich durch die Presse gegangen, ist ja kein Geheimnis, weil in diesem Gewerbe ist natürlich Diskretion oberstes Gebot und mir würde auch nicht im Traum einfallen, jetzt jemanden zu nennen, der nicht vorher schon diesbezüglich in der Presse und vor Gericht stand diesbezüglich. Aber wissen Sie, Politik, oder weißt du, jetzt tut es uns ja, ne? Politiker, deren Libido erloschen ist, die sollten sich lieber in der jetzigen Zeit bei Abendküchen zum Kartoffelschälen melden, anstatt mit saublöden Forderungen auf sich aufmerksam zu machen. Ja, zumal es ja aber, so ist, Kalle, wir dürfen ja eins nicht vergessen, es geht ja auch ein gewisses Gefahrenpotenzial dann aus. Nehmen wir mal an, die käufliche Liebe würde als Folge dessen würde verboten werden. Wo würden sich Männer, die jetzt nicht unbedingt den Anschluss finden, zum einen, oder die ihre Wünsche nicht befriedigt sehen, wo würden die dann hingehen? Ich gehe mal davon aus, dass hier Übergriffe, sexuelle Übergriffe in einem Maße zunehmen würden, dass die Politiker sich das überlegen würden und dann wieder zurücknehmen würden. Also man muss auf solche Details einschreiten, gar nicht eingehen, weil die einfach wahnsinnig selbstverständlich sind. Das weiß ein jeder und deswegen ist es ja umso kurioser, dass Politiker, die ja eigentlich ernstzunehmende Menschen sein sollten, auf so einen schwachsinnigen Gedanken kommen. Das ist so, als wenn man sagt, okay, jeden Tag sind so unglücklich 100 Leute mit einem Auto tödlich und jetzt verbieten wir die Autos. Das, auf die Idee kommt ja auch keiner. Vielleicht die Grünen irgendwann. Aber ansonsten kommt ja kein normaler Mensch auf so eine Geschichte. Ich meine, Politiker ist ja nun auch die einzige Berufssparte, die keinen Befähigungsnachweis bedarf. Na, das muss man auch wissen, das erklärt vielleicht das eine oder andere. Und es ist einfach schizophren. Und das passt aber irgendwo nahtlos in diese Hysterie und in diese etwas sehr merkwürdigen Verordnungen, die uns von einem Bankkaufmann und von einem Tierarzt verordnet wurden. Und Humanmediziner werden dann als Hypochonder, als Leugner, als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Das sagt ja alle schon aus. Also man darf das gar nicht so ernst nehmen. Das ist oft mal so, wir haben kein Sommerloch, sondern in der Corona muss mal was anderes angesprochen werden in dieser Corona-Krise. Und dann kamen halt irgendwelche Leute auf die Idee zu sagen, naja, die Bordelle sind jetzt zwangsläufig seit 2 Monaten zu. Sind wir hier, ich habe so einen SM-Club, in dem ich mich gerade befinde, seit 15. März tot. Zu. Nicht eine Markt, nicht ein Geschäft, gar nicht. Haben wir alles auf uns genommen, das bin ich ja nicht der Einzige in Deutschland, das ist ja in ganz Deutschland, in ganz Hamburg so. Der Kiez, die Reeperbahn ist nahezu tot, das muss man so hinnehmen, aber das heißt doch nicht hier, dass man das generell
fortführen muss, die ganze Geschichte, das ist ein Schwachsinn einfach. Genauso wie es in absehbarer Zeit wieder eine Aufhebung dieser mehr oder minder fragwürdigen Verordnungen geben wird mit der Maske und all diese ganzen Geschichten. Denn, schau mal, als am 15. März dieser sogenannte Lockdown geschah, wo wirklich jedes Restaurant, jedes Kino, jede Bar, jede Boutique, jeder Schuhladen, jeder Kaufhof, jedes öffentliche Lokal wurde geschlossen. Wenn man damals gesagt hätte, wir machen auch eine Maskenverpflichtung in den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Taxifahrern, in den Penny-Läden und all diese Geschichte, wäre es ja noch nachvollziehbar gewesen. Aber diese Maskenverordnung 5 Wochen später einzuführen, wo schon wieder Lockerungen sind, wo schon wieder Boutiquen aufgemacht werden, das ist, um jetzt mal bei diesem Thema zu bleiben, das ist so, als wenn man ohne Gummi sitzt und zur Geburt des Kindes zieht man ein Kondom über. So schizophren ist diese Maskenverordnung. Ich darf ergänzen, du meinst, wenn man ohne Kondom Geschlechtsverkehr hat, ne? Nee, das muss man heute sagen. Nein, das kommt ja von den Bauern, die pflücken das Saatgut in die Erde. Dadurch kommt dieser Ausdruck. Also das ist was ganz Literarisches. Genau. Das wissen die meisten Leute nicht. Aber es ist natürlich dieser Geschlechtsverkehr, nur klingt natürlich ein bisschen doof. Ja, Halle, wir müssen auch eins sagen. Wenn ein Jan Böhmermann sagt, fick die Bundesliga-Saison, naja gut, dann musst du auch sagen, okay, der Sprachgebrauch, das ist ja dann auch sehr salonfähig alles. Halle, mir ist noch eins wichtig. Ich kenne dich eine lange Zeit. Es wird immer wieder ins Gespräch gebracht, das Thema Zwangsprostitution, das Thema Frauen misshandelt. Ich sehe es bei, ich denke mal, du kannst nicht für alle die Hand ins Feuer legen. Aber ich sage mal, um den Widersachern oder den sogenannten, ja, die von sich aus sagen, habe ich nie etwas mit zu tun gehabt, das zu widerlegen. Das, was bei euch gemacht wird, ist ein Grad der Freiwilligkeit. Also ich denke nicht, dass hier irgendwelche Frauen zu irgendwas gezwungen werden oder eingesperrt werden. Das scheint mir im Interview auch noch wichtig. Nicht, dass man nachher die Schläge kriegt und sagt, ja, das ist Zwangsprostitution und die werden wie im Kerker gehalten und. Nein, also man muss Folgendes sagen. Also entgegen der erläufigen allgemeinen Meinung bin ich selber nie Zuhälter gewesen. Aber ich stehe dazu, dass einige meiner besten Freundinnen sind Prostituierte, einige meiner besten Freunde sind Zuhälter. Ich habe auch eine Menge Freunde, die sind homosexuell, deshalb muss ich selbst ja nicht schwul sein. Und was jetzt die Prostitution anbetrifft, die ganz normale, legale, hier in Hamburg, zum Beispiel auf St. Pauli, muss jede Prostituierte angemeldet sein. Weil die werden kontrolliert, hier läuft die Polizei ein und aus, wir haben Hausrecht in den großen Bordellen. Also jede Prostituierte ist angemeldet. Es gibt natürlich auch immer illegale Prostitution. Das ist es so, wie wenn irgendwelche Mädchen, die mit einem Popstar schlafen wollen, sagen, wir sind 19, obwohl sie erst 16 sind. Das weiß der Popstar nicht. Es gibt natürlich auch üble Typen in dieser Prostitutionsgeschichte, die immer wieder minderjährige Mädchen verführen, ihnen erzählen, in Himmels Jahrmarkt und die laufen los und holen eine Leiter. Aber das gibt es auch in allen anderen Berufssparten, in allen anderen Berufszweigen. Sehen Sie mal, vor ein paar Wochen hat eine Polizistin mit der Dienstwaffe ihre beiden Kinder und sich getötet. Das heißt aber doch nicht, dass irgendwelche andere Polizisten dann hier Selbstmord gefährdet oder Mordmörder sind, die ihre Kinder umbringen. Das sind Einzelfälle und so ist es natürlich auch hier. Und man darf nicht vergessen, in Hamburg alleine gibt es, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Prostituierte. Und wenn das alles illegal wäre, zum Beispiel stehen die auch auf der Straße, da läuft jeden Tag dann nicht mehrmals, also bestimmt 10, 15, 20 Mal eine doppelte Polizeistreife dran vorbei. Die bräuchten nur sagen, ey, wir werden hier festgehalten oder wir dürfen nicht stehen. Oder sie können zu einem Gast das sagen. Das ist immer so wie in einem Rosenkrieg. Es ist alles wunderbar, alles ist toll. Und wenn dann die Scheidung erfolgt, dann gibt es vernünftige Trennungen und manchmal gibt es dann böse Trennungen, wo dann die Frau erzählt, der Mann vergewaltigt die Kinder, der Mann erzählt, die Frau ist fremdgegangen, wo also schmutzige Wäsche gewaschen wird. Und das ist natürlich auch so, wenn eine Prostituierte aufhört und sich von ihrem Lebenspartner, den man als Zuhälter bezeichnet, trennt, dann wird manchmal schlecht schmutzige Wäsche gewaschen. Aber es in der Regel, und das ist die weitaus höhere Zahl, ist das alles wirklich freiwillig. Und ich kenne ja Leute, die sind miteinander verheiratet, die haben Kinder, die leben seit 10, 20 Jahren zusammen, also weit über den Durchschnitt von 7, 8 Jahren, wie das normale Beziehungen sind. Also es gibt überall solche und solche, nur hier auf St. Pauli
kann es gar keine Zwangsprostitution geben, weil eben die Polizei in den Bordellen Hausrechte hat, weil die Polizei kontrolliert, weil die alle angemeldet sind und nahezu täglich auch kontrolliert werden. Deswegen ist das so. Und was jetzt in anderen irgendwelchen Hinterhöfen gibt, wenn hier, da kann man nie die Hand für ins Feuer legen. Und das ist aber nicht das Gros der Prostitution. Und hier geht es ja um die legale Prostitution. Weil wenn es diese legale Prostitution nicht mehr geben würde oder sollte, ja, was meinst du, wie die illegale Prostitution nach oben schießt? Weil dann geht es wirklich los, dass keine Kontrolle mehr ist. Dann gibt es erst recht keine gesundheitliche Kontrolle. Die Frauen hier müssen sich ab und zu mal einen Gesundheitscheck untersuchen. Früher war das ja so, dass sie jede Woche auf den sogenannten Bock gehen mussten. Da musste jede Woche musste eine Frau zum Gesundheitsamt sich untersuchen lassen. Das ist heute etwas gelockert und es passiert auf freiwilliger Basis. Aber wenn das einmal verboten wäre und es keine klaren Lokale gibt, keine klaren Bordelle, wo die Polizei weiß, ah, hier kommen die Gäste, hier kommen die Freier. Weil dann können sich auch die Gäste, die sogenannten Freier, können sich dann auch nicht irgendwo mehr beschweren und sagen, ich bin von einer Prostituierten betrogen worden, was ja auch mal vorkommt, dass zu viel Geld abgezogen wird. So, dann ist Chaos hoch vier. Dann ist es so wie früher in den USA bei der Prohibition. Ja, Kalle, zum Schluss des Gespräches, welche Wünsche und Forderungen hast du an die Politik, was jetzt dem Bereich der Nachtlokale, der Prostitution, überhaupt der zur Verfügungstellung käuflicher Liebe angeht? Also man sollte einfach dahin zurückkehren, wo man vor 6 oder 8 Wochen war. Das lief jahrhundertelang gut und es wird auch so weiterlaufen. Und wenn irgendwelche Politiker, wobei einige natürlich in der ersten Reihe der Politikerriege stehen oder standen, wenn die so etwas fordern, dann ist es schlichtweg ein Treppenhauswitz. Das darf man auch gar nicht so ernst nehmen, weil damit gibt man denen ja ein Forum. Guck mal, wir unterhalten uns jetzt über diese Wirrköpfe, sage ich mal, anstatt uns über wirklich wichtige Sachen zu unterhalten. Und deswegen glaube ich, das ist so fruchtlos. So wie sie es dahin gesagt haben, so wird das auch aufgenommen, in einem einen Ohr rein, im anderen Ohr wieder raus. Und es war halt ein Lacher. So, die haben auf sich aufmerksam gemacht und dürfen sie nicht wundern, wenn sie jetzt auch für eine längere Zeit das Gespött der Medien sind oder dass ich mich über sie lustig mache und sage, sie sind fern der Realität, aber sehr, sehr nah dem Gehirntod. Jawohl. Kalle, ich bin gespannt, was unsere werten Zuhörer, was die schreiben werden. Auf jeden Fall wird es eine große Bandbreite an Interesse finden. Ich sage herzlichen Dank nach Hamburg. Bleibt uns gesund. Und dass ihr bald wieder aufmachen könnt. Ich hoffe, es ist bald der Fall. Wir bluten wirklich hier und das ist nicht nur ich oder so, sondern sind oder Prostitution, sondern sind auch wirklich die ganz normalen Gastronomieläden, die Kneipen, weil ich kenne viele, wir dürfen seit Dienstag letzte Woche dürfen wieder Kneipen öffnen, aber ich kenne viele, die das nicht machen, weil sie sagen, mit den Verordnungsvorgaben, die gegeben sind, können wir gar nicht wirtschaftlich öffnen, sondern dann lassen wir lieber zu, dann fallen wir bekommen wir zwar kein Geld, aber wir müssen noch ein Minus zubezahlen, weil sie müssen ja Getränke zahlen, Tischjogi, Barfrauen und. Und wenn sie einen Tresen haben, der 10 Meter lang ist und sie dürfen nur 6 Leute dran bedienen, dann können Sie sich vorstellen, wie das ausgeht. In sehr großen Restaurants macht das Sinn, die jetzt sagen wir 200, 300 Plätze haben, die sagen, okay, wir nehmen jeden zweiten Tisch raus, haben immer noch 150 Plätze, aber auch in den kleinen Restaurants teilweise ist es katastrophal. Und hier auf St. Pauli haben diese Lokale, das heißt die Diskotheken, die normalen Table-Dance-Läden, haben alle noch nicht auf. Kalle. Es gibt immer mal jemand, der sagt, okay, aus PR-Gründen machen wir jetzt auf, aber der steht da und zahlt zu. Wir bleiben dran. Viele Grüße alles nach klar. Hamburg. Danke. Alles klar. Alles Gute. Und bleibt gesund. Ebenso. Danke. Ciao.